Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlett und Rosa zu einem neuen Part von Gravity Rush 2. Hier immer noch in dem Stadtteil von Jira Paralau, wo wir auch schon im letzten Part waren. Und ja, immer noch auf der Suche nach Juwelen, Nebenmissionen, Gesprächen. Und wir sehen uns einfach den Stadtteil an und prüfen ihn auf Herz und Nieren. Oh, da oben sind auch Juwelen. Von da aus hat man bestimmt eine richtig geile Übersicht über die Stadt. Das wird bestimmt richtig genial aussehen und... Das sieht so toll aus. Und oh, waren wir da hinten schon? Das sieht voll toll aus von hier. Ich muss mal gerade gucken. Nee, das ist so ganz weit hinten. Da möchte ich mal hin, das sieht richtig toll aus. Ich finde übrigens diese Statue hier auf dem Dach des Hauses richtig schön. Irgendwas, das goldene Kugeln ist. Nicht schlecht. Sieht ein bisschen katzenartig aus. Und oh, wir sind schön im Wasser gelandet. Sind wir eigentlich nass? Nee. Zumindest wenn, sieht es nicht so aus. Oh, ich wollte ihn eigentlich nicht treten. Ich wollte wissen, ob ich mit dem reden kann oder nicht. Vor allen Dingen, ich scheine da in einen geheimen Bereich gefallen zu sein. Spinn ich oder macht der Regenbogen? Das ist ein Kreisregenbogen. Und ich bin gerade am äußersten Eck der Mappe, also der Karte. Sieht total toll aus. So. Oh, hier sind lauter 50er. Die will ich mir noch kurz schnappen. Ich denke auch, dann war es das erstmal mit Juwelensuche. Das kann man ja noch so ein bisschen in die nächsten Parts mit einbauen. Ah, die 50er-Juwelen, die schnappe ich mir noch. So, auch wenn es hier nur ein Einzelner ist. So, kurz die Gravitationsleiste auffüllen. Bisschen nach unten treiben lassen. Und ich finde es übrigens cool, dass die Gebäude durch diese gigantischen Steine schweben.
Das sieht aus, als wenn die alle auf riesengroßen Juwelen schweben würden. Naja, da es sich bei den Juwelen um Gravitationserz handelt, nehme ich vielleicht sogar an, dass das riesengroße Juwelen sind. Ich frage mich bloß, wie viel wäre dann so ein Juwel wert? 1 Million oder 2? Ah, das sind hier noch. So, ich nehme mal an, hier ist jetzt nichts mehr. Dann gucken wir doch mal, wo wir jetzt nächstes hin können. Hier ist eine Nebenaufgabe. Oh oh. Oh, 1077, das ist weit. Na okay, wir müssen ja auch nur einmal quer über diese ganze Map. So, was ich jetzt hier so unterwegs an Juwelen sammle, das kann man ja noch mitnehmen, aber sonst wollte ich eigentlich jetzt direkt hier... Da sind wieder 50er. Hinder, 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 hinder. Oh oh. Ich frage mich, ob diese Juwelen sich auch regenerieren, wie die Erzvorkommen. Weil die Erzvorkommen sollen sich laut Aussage von Misa ja regenerieren. Ich frage mich, ob das auch bei den Juwelen in der Stadt der Fall ist. Wenn ja, wow. So. Irgendwo ein 50er? Nein. Ich glaube, hier sammle ich auch noch mal ein bisschen. Oh, hier sind auch noch wieder so viele. Das ist fies. Ich habe immer die große Sorge bei so einer großen Welt, dass ich Juwelen übersehe. Und mich dann wundere, oh, wo sind denn die ganzen Juwelen? Ich will doch noch die und die Fähigkeit verbessern. Na komm. Na gut, die noch, dann begeben wir uns wieder auf den... Ah, das ist noch ein 50er, aber dann machen wir uns wieder auf Richtung Nebenaufgabe. Man kann sich hier aber auch einfach dumm und dusselig suchen.
So, hier müssen wir jetzt einmal kurz zwischenlanden. Im Übrigen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich umgestellt habe auf nicht mehr aus dem Controller die Sachen. Falls ihr das irgendwo mal doppelt gehört habt in den ersten Parts, nicht erschrecken. Keine Angst, das habe ich nach einigen Parts weggemacht. Gerade weil ich Angst hatte, dass es eine Doppelung gibt. Und deswegen habe ich das dann rausgenommen. Und mein Gott. Diese Welt ist so riesig. So, ich lande mal kurz hier zwischen. Wie ich erstmal die Leute erschrecke. So. Gleich sehen wir der... Ah, das ist sogar eine Nebenaufgabe in der Banga-Siedlung noch. Interessant. Da soll man Sid helfen, okay. Na dann, helfen wir ihm doch mal. Hey Cat, ich habe dich schon gesucht. Kannst du Gavan finden und mir eine Schraube holen? Eine Schraube? Okay, ich versuch's. Wo ist er denn? Deshalb habe ich dich gebeten, ich kann ihn nicht suchen. Ich habe starke Schmerzen, furchtbare Schmerzen. Gut, ich finde Gavan und bring dir deine Schraube. Spüre Gavan im Banga auf. Wo könnte er denn sein? Dagegen ist die Banga-Siedlung total klein. Fällt mir gerade so auf. So, wo könnte Gavan sein? Wer ist überhaupt Gavan? Ist das nicht der Alte? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann ihn einfach nicht finden. Weiß vielleicht jemand anders, wo er ist? Wow. Ah, da ist er ja. Oder zumindest ein Gespräch ist hier. Gavan? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Aber er kennt viele Leute in Jirga Paralau. Er ist sicher irgendwo in der Stadt. Das grenzt es wirklich sehr stark ein. Haben wir denn irgendwelche Hinweise, wo wir hingehen können? Natürlich nicht. Oh, 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 oh. Nicht runterfallen, Cat. Nicht runterfallen. Er ist sicher irgendwo in der Stadt. Nur wo? Ich muss Gavan finden. Vielleicht hier irgendwo. Was mache ich denn da? Kamera. Hä? Wo denn? Was ist denn jetzt wieder? Hä? Wo bin ich denn hier? Ach so, weil ich wahrscheinlich zu weit weg von dem Punkt bin, wo... Ey, das ist doch Mist.
Okay, unter mir. Ah, 73 Meter. Aber doch höher. Hä? Wo ist denn Gavan jetzt schon wieder? Hä? Wo soll er denn hier sein? Ich tappe hier irgendwie total im Dunkeln. Hä? Warum lande ich denn jetzt wieder bei Sid? Muss ich das etwa in einem gewissen Zeitlimit machen? Ist er vielleicht in der Kiste? Hä, warum bin ich denn jetzt schon wieder... Die Nebenaufgabe ist Mist. Ist denn der bloß? Vielleicht doch in der Banga-Siedlung irgendwo hier. Oh, reden wir erstmal mit dir. Hast du Gavan gesagt? Keine Ahnung. Nur Interesse halber, was treibt Gavan eigentlich hier? So dies und das, er ist immerhin der Dorfälteste. Ah, wahrscheinlich lässt sich nicht genau vorhersehen, wo er sich gerade aufhält. Das ist schlecht. Okay. Was? Ja, immer noch 60 Meter. Aber immer, wenn ich hierher komme... Ach, da... Hä? Immer wenn ich so um die 60 Meter rum bin? Vielleicht hier am Kai?
Ist doch bescheuert. Kann ich die Nebenaufgabe irgendwie abhaken? Ach, spüre Gavan den Banga auf. Das heißt also, er ist gar nicht in Chirapalau, er ist definitiv in Banga. Wo in Banga? Das kann auch sonst wo sein. Sissy sollte wissen, wo Gavan ist. Und wo war jetzt Sissy? Ach, da vorne. Sissy, weißt du, wo Gavan ist? Er ist auf dem Markt. Ich glaube, er ist bei einem der Stände. Ein kleiner Einkaufsbummel, was? Danke, ich werde mal nachsehen. Und jetzt habe ich's. Er ist da drüben beim Marktstand. Jetzt habe ich es endlich rausgefunden. Ich frage mich, wozu Sid überhaupt eine Schraube braucht. Gute Frage. Ach, ihr verkauft hier was? Gavan, was machst du in diesem Laden? Der Ladenbesitzer ist ein alter Freund von mir. Ich komme immer vorbei und helfe ihm, wenn ich in der Stadt bin. Sid braucht Schrauben. Hast du eine von ihm? Stimmt, Sid hatte vor kurzem etwas von einer Schraube erzählt. Ich habe eine im Lager vom Banga, aber du würdest sie nicht finden. Ich habe versprochen, auf den Laden zu achten, kann ihn daher leider nicht verlassen. Wie wäre es, wenn ich auf den Laden aufpasse? Das wäre sicher okay. Es sind nicht viele Kunden unterwegs. Gut, ich suche für dich die Schraube, wenn du für mich auf den Laden aufpasst. Und damit... Kriegen wir damit auch ein neues Kostüm? Nee. Also wir müssen nur auf den Laden aufpassen. Ich habe noch nie im Einzelhandel gearbeitet. Ich bin ganz schön aufgeregt. Okay, das ist ganz schön langweilig, wenn keine Kunden vorbeikommen. Vielleicht sollte ich etwas Werbung machen. Frage ist bloß, wie? Ein Geschäftsführer. Passanten reagieren auf Cats Gesten. Probiere verschiedene Gesten aus, um Kunden anzulocken. Das dachte ich mir schon. Die riechen wirklich gut. Das riecht wirklich gut. Ah, das ist toll. Was für ein Elan. So, mal schauen. Oh, da habe ich aber einiges an Kunden angelockt. Oh, dieser Laden macht jetzt einen ordentlichen Umsatz. Ja, ich habe ein paar neue Kunden angelockt. Du scheinst ein Händchen für Kundenakquise zu haben. Sid hat die Schraube bekommen, aber ich weiß nicht, was er vorhat. Baut er damit etwas? Wer weiß, frag ihn doch. Ich achte jetzt wieder auf den Laden. Okay, dann werde ich Sid fragen, was er baut. Aber das ist auch gut. Cat hat ein Händchen für Kundenakquise. Nicht schlecht. Und er hat eine Gitarre gebaut. Und, was sagst du? Nicht schlecht, was? Toll, ich kann einfach nicht aufhören zu tanzen. Seit wann hat Sid eine Gitarre? Hey Cat, danke, dass du mir die Schraube besorgt hast. Ich bräuchte noch einen dicken Draht. Was? Noch mehr? Komm, bitte hilf mir. Ich will unbedingt etwas bauen. Was denn? Naja. Sid, bitte spiel den Song nochmal. Klar doch, sehr gerne. Hilfst du mir bitte, Cat? Ich werde mich auch revanchieren. Warum sagst du mir nicht einfach, was du baust? Dann suche ich mal diesen Draht. Wo es Boote gibt, gibt es sicher auch Draht. Ich sollte vielleicht mal im Hafen nachfragen. Am Hafen. Okay. Zeit beim Hafen nachzuschauen.
Der Hafen ist dorthin. Nee, dann kommen wir wenigstens mal in die Ecke von dem Stadtteil. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich muss mir das nochmal auf. Lei Kolmosna. Genau. Lei Kolmosna. Ich muss mir das merken. Sind da Juwelen? Ist ja klar, dass Sid faulenzt und mich die Arbeit machen lässt. Oh, schade. Ich dachte, das wären Juwelen. Dabei sind es nur Absperrungen, Zäune und so ein Kram. Aber gut. Gehen wir mal auf die altmodische Art hoch. Wir nehmen die Treppe. Und laufen gegen die Wand und kommen nicht höher. Da vorne ist noch was anderes. Und da ist der Hafen. Weil der Markt ist riesig. Und dann kommt noch dieses große Hafengebiet mit dazu. Finde jemanden mit Draht. Ich frage mich, wer etwas Draht für mich hätte. Reden wir mal. Ist wohl gerade beschäftigt. Ah, ein Draht, ja. Frag mal den Typen mit dem riesigen Boot am Ende des Piers. Der hat vielleicht welchen. Gute Idee, danke. Ah, der. Der Pier dort drüben, hä? Huh? Und ich habe aus Versehen dem gerade seine Waren außer Hand katapultiert, sozusagen, indem ich in ihn reingerannt bin. So, und reden wir mal mit denen. Hey, könntest du mir etwas Draht abgeben? Draht? Ich glaube schon, dass wir welchen auf dem Boot übrig haben. Aber ich kann ihn nicht holen. Viel zu tun. Kannst du jemand anderen fragen? Dieser Berg an Ladung bewegt sich nicht von selbst. Schade. Dein Boot macht sich selbstständig. Was? Ach, hey, ist es nicht richtig festgetaut oder was? Moment, die Fracht ist noch nicht ganz aufgeladen. Was jetzt? Sie muss unbedingt ihr Ziel erreichen, sonst stecke ich in Schwierigkeiten. Um welche Ladung geht es denn? Die dort drüben, warum? Ich werde das kurz für dich erledigen. Warte mal. Wo ist denn die Ladung? Welche Ladung? Nimm die Fracht und... Ach, die. Hoffentlich schaffe ich das. Klar schaffst du das, Cat. Das ist doch nur ein langweiliges Stasisfeld. So, hier. Sie haben was vergessen? Oh, wir müssen es am Pier vergessen haben. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Kehre zum Pier zurück. Okay. Das ist ja nicht schwer. Ja, für Cat ist das alles ja gar kein Problem. So. Dann reden wir mal mit denen. Schon gut, ich habe die Ladung abgeliefert. Danke, du hast mir den Hals gerettet. Moment, du brauchtest doch Draht. Ich brauche ihn nicht. Nimm dir so viel, wie du willst. Großartig, vielen Dank. Und damit habe ich da jetzt auch noch für Sid den Draht geholt. Coole Sache. Oh, er spielt immer noch Gitarre. Wow, du bist toll, Sid. Nochmal. Moment, ich muss noch kurz die Saiten stimmen. Ach so. Zeit, um mit den Kindern herumzuspielen, hat er also. Hey, Cat, hast du den Draht für mich? Sag mir, was du damit vorhast. Komm schon, Sid, spiel den Song nochmal. Ja, lass dich nicht von Cat ablenken. Ablenken? Entschuldigung?
Hey, hört mal, seid etwas netter zu Kat. Sie soll mir noch ein Stahlrohr besorgen. Was, noch mehr? Ein letztes Mal versprochen. Sobald ich wieder wohlauf bin, revanchiere ich mich. Ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe, Kat. Na schön, aber wo finde ich ein Rohr? Gavan, hast du den Laden geschlossen? Ja, mein Freund hat wieder übernommen. Er sagte, du hättest ihm zu viel Umsatz verholfen. Sid hat mich noch um was anderes gebeten. Hast du Rohre? Ein Rohr? Frag doch die Klempner bei dem einen Lager im Hafen. Oh, da müssen wir ja wieder so weit fliegen. Ärgerlich. Na gut, fliegen wir mal in die Richtung. Ich wünschte, Sid würde sich etwas beeilen. Ich muss herausfinden, was er baut. Es würde mich auch interessieren, was Sid baut. Oh nein! Die Gravitationsenergie war weg. So. Hier ist niemand. Hier liegt jede Menge herum. Hey du! Sitze Klempner, ich suche ein Rohr und... Du bist also die, die ständig unser Material klaut. Nein, bestimmt nicht. Ich schwöre, ich brauche ein Rohr, aber... In letzter Zeit wird bei uns sehr viel gestohlen. Jemand klettert die Außenmauern der Inseln hoch. Dazu muss jemand schon sehr leicht und gelenkig sein, so wie du. Das stimmt vielleicht, aber ich bin kein Dieb. Ich werde den Schuldigen fangen und meine Unschuld beweisen. Die Außenmauern der Insel, da werde ich mal nachsehen. Okay. Ich muss auf allen Inseln nachsehen. Heißt das, ich muss jetzt einmal durch die ganze Stadt? Ich sollte auf dieser Insel nachsehen. Wo ist jetzt dieser Punkt? Hm, vielleicht sehe ich zu weit oben nach. So. Sehen wir uns mal hier um. Aber es ist schon interessant, wie wir plötzlich als Dieb wieder hingestellt werden. So, ja, weiter runter. Ich hab ihn, das muss er sein. Wo denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, der. Da ist er. Oh, jetzt will er abhauen. Hab ich dich, Dieb? Wer bist du? Deinetwegen halten sie mich für eine Diebin. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Warte, komm zurück. Du entwischst mir nicht mehr. Das war knapp. Warte mal, wo ist er denn?
Was? Oh, gut. Erwischt, du kommst jetzt mit mir mit. Was soll das denn? Bitte tu mir nichts. Du wirst mir helfen, meine Unschuld beweisen. Ich werde dich zum Klempner bringen. Mist, erwischt. Oh, verdammt. Oh, gut, das Stasisfeld hat noch aufrecht gehalten. Dabei ist es so gut gelaufen. Ja, halt die Klappe, komm einfach mit. Ha! Haben wir dich. Ich hab den Dieb. Sieh an, sieht aus, als hätte dir jemand das Handwerk gelegt. Hast du geglaubt, dass du damit davonkommst? Überdenke deine Taten und bessere dich. Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Nimm dir so viele Rohre, wie du willst. Prima, vielen Dank. So, und damit haben wir jetzt auch noch das Rohr. Ich hoffe wirklich, dass es das letzte Ding ist, was Zit haben möchte. Das sprengt mir schon das Bartlimit. Also, okay, ich habe kein Limit, wie lange meine Parts sein sollen. Nur so ein ungefähres Zeitfenster, wie lange ich sie haben möchte. Und das ist jetzt schon, doch schon gewaltig länger. Deine Musik ist so cool, Sid. Hey, Sid, ich habe, was du von mir wolltest. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Sagst du mir jetzt endlich, was du da baust? Ich habe mir die Hacken nach deinen Sachen abgelaufen. Man hat mich für einen Dieb gehalten. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ein bisschen hiervon und davon. Voila! Hä, was zum Teufel ist das? Was hat uns hier in Bunker gefehlt? Spaß! Die Seele muss genauso genährt werden wie der Körper auch. Lachen, Überraschung, das ist wahrer Balsam für die Seele. Und ich glaube, das war mein Magen, falls ihr das gehört habt. Ich habe das Spielzeug extra für euch gemacht. Für uns? Wirklich? Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wann die Kinder das letzte Mal so glücklich gewesen sind. Wir haben so viel gearbeitet, dass wir nicht an Spielzeug gedacht haben. Danke, dass du ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hast. Nicht der Rede wert, ich hatte zufällig das passende Material hier rumliegen. Herumliegen? Dabei dachte ich, ich hätte das Material besorgt. Sid, ich glaube, ich habe die dabei. Sid kann so toll mit Kindern umgehen. Spielst du uns bitte noch einen Song? Aber ich hab doch... Sid, komm und spiel mit uns. Immer mit der Ruhe, hier kommt jeder an die Reihe. Och, Mann, arme Cat. Tja, immerhin sind alle glücklich und zufrieden. Das ist, was zählt. Es ist trotzdem fies, dass Cat nicht die Anerkennung bekommt. Es ist sehr ärgerlich. Aber gut, Sid, wenn du meinst. Und was? Winkengeste gelernt? Ach was, man kann sogar noch mehr Gesten bekommen. Nicht schlecht. Und das schaltet man sich jetzt also alles durch, durch Nebenaufgaben frei. Gar kein schlechtes System. Dadurch hat man noch viel mehr Möglichkeiten, was die Belohnung angeht. Na gut, ich würde aber sagen, das sollte es für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich glaube, Cat braucht eine Erholungspause, genau wie ich. Und ich muss mal gucken, was das mit meinem Magen war. Ich glaube, ich habe Hunger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.